Dann wollen wir mal schauen, wie das aussieht. Ob wir das hinkriegen. Beziehungsweise, wo wir hin müssen. Tot! Da mussten wir zumindest schon mal nicht hin. Ansonsten sehe ich aber, wobei... Ah, da vorne sehe ich was. Eventuell. Ha! Noobs. Okay. Sie haben den Gruß des Boreas erhalten. Okay. Vorne sehen wir wieder fantastische rote Orb-Kisten, die wir nicht benötigen. So. Und hier können wir irgendwas... Hä? Das ist seltsam. Also das Ding da vorne sieht aus, als würde ich es schieben können. Das Ding ist aber, sobald ich irgendwas greife, scheint das aufzuhören. Okay, ich kann es nicht bewegen. Aber wie gesagt, das Ding hier... Lasst uns mal schauen. Achso. Ja, gut. Was kann ich denn mit diesem... Dings von Boreas. Oh, was haben wir hier? Urnen. Okay. Was haben wir denn hier? Relikte. Großflügel, Amalita Meuren, 200 Titanen. Nee. Oder haben wir das hier mit drin? Nö. Ich habe auch gerade vergessen, wie das heißt, das Ding. Muss ich da nochmal zu ihm hin, oder was? Scheinbar, ja. Den Gruß des Boreas erhalten. Haha. gut. Gehen wir mal mit dem Gruß des Boreas eben mal zurück und schauen, ob wir hier mit hier was anderes machen können. Eventuell bringt uns das mehr. Ich war hier mal eben drin. In der Phönixkammer. Die ist ja scheinbar. So, hier haben wir eine rote Orbkiste, die wir einmal öffnen und schauen, wo es hingeht. Nirgends, alles klar, das war also auch sehr erfolgreich. Also das Ding ist, ich vermute mal, dass wir hier wirklich... Oh. Oh, okay.
Okay, machen wir so. Auch nicht so schwer. Gut, nevermind. Ist jetzt doch recht einfach gewesen. Ist einfach nur an so einem Teaser. Hey, da sind Kisten. Kommst du auch irgendwie hin? Brauchen wir nicht. Was sonst? Eine Kampfarena, fantastisch. Was auch immer wir hier tun müssen. Ich glaube irgendwas. Ja. Richtig. Müssen hier irgendwas, als er uns hinter irgendetwas verstecken. Schade. Ja, das sieht gerade sehr witzig aus. Das haut uns sogar um. Unfassbar, ne? Egal, was wir hier machen. Haben wir irgendwas hier, was wir... Na, wobei, Treppe hoch, wüsste ich jetzt nicht, ob wir das hochkriegen würden. Ja. Ja, okay. Natürlich. Yo, der Typ hat gerade richtig Bock gehabt, ey. So. Das ist gerade echt einfach nur. Junge! Magst du mal eben aufhören, mich zu nerven? Dankeschön. Wow. Das Nervige an sich ist auch, dass das Feuer scheinbar so einen verdammten Rückstoß hat, dass man halt. Dass es halt die Statue wieder zurückschiebt. Das ist so nervig, ne? Ich muss kurz wissen, was das hier drüben macht. Wahrscheinlich den hinteren Teil aufmachen, oder? Nee, doch nicht. Ah, okay. So. Ja, das macht Spaß, meine Freunde. Das macht richtig Spaß. Ihr wisst ja gar nicht, wie nervig sowas ist, ne? Nach vorne.
stimmt, der ist ein, der ist ja ein... Genial. Da 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 da. Lach nicht. Lacht doch seine Kumpels wahrscheinlich aus, gerade dass sie alle verrecken. So, hallo. Ach, du bist tot? Alles klar. Dankeschön. Und ziehen und dann fertig. So, die Asche des Phönix kommt jetzt in die Lava und... Yay! Jetzt dampft es hier überall. Fantastisch. Wir speichern mal eben. Denn wir haben etwas geschafft. Ja! Und dann geht es weiter. Wir haben jetzt den Phönix resurrected. Und dann... Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir gegen den irgendwann kämpfen. Oder ob wir noch sagen, hey Yolo. Laufen wir aber weiter, es interessiert mich gerade relativ wenig. Wir lassen jedem ein Geschenk da. Ich glaube, wir sterben alle nicht, aber ist ja auch egal. Hier haben wir eine Kiste. Die Lava ist ganz schön laut. Tschüss! Oh! Stimmt. Oh, ein Schnulli. Sie haben die Tür mit dem Geruch des Poreas geöffnet. Aufgeschlossen, wie auch immer. Oh Mann, hier ist Blut. Na? Wer will mich hier angreifen? Warte. Nein. Hier links ist nämlich was. Aber nur gucken. Eine Kiste. So. Ups. In welche, warum auch immer er in die Richtung gesprungen ist. Vielleicht hat er da hingeguckt gerade. So, dann haben wir hier Leben und Magie, die wir aktuell nicht brauchen. Und hier haben wir nichts und nochmal nichts. Und ein Horn. Jetzt müssen wir nur noch dort rüberkommen. Um ihn zu greifen, scheinbar. Hui. Und ziehen wir aber hier dran. Ah ja, right. Was haben wir hier? Ah, okay. Wir müssen irgendwas da drauf. Stellen. Sehe ich gerade. Damit wir... Hier oben ist eine Stinks. Eine Stinks. Ne. Der Schalter ist kaputt. Okay, wir müssen irgendwo was raufstellen. Sehe ich gerade. Aber die Frage ist,
Wo haben wir denn hier etwas, was man schieben kann? Wir laufen einfach wieder an den Anfang. Was war das denn gerade für ein seltsames Geräusch? Gegner. Da kommen wir nicht mehr lang, ist auch schön. Kommen wir hier noch lang? Nein, auch nicht. Hier kommen wir wahrscheinlich noch. Okay, irgendwas ist gestorben gerade. Waren das hier unten? Kann das sein? Wahrscheinlich kann ich das Ding da oben nicht nutzen. Das wäre natürlich schön, aber... Oder? Nee. Schade. Ich glaube, ich muss das Ding nutzen, um darauf zu kommen. Also um hier rüber zu schweben oder so, oder? Warte mal kurz. Nee, ich glaube, um hier hochzukommen, oder? Kann das sein? I guess. Maybe. Ich gehe nochmal eben nach hier oben. Vielleicht haben wir da was übersehen. Also wir, ne? Nicht ich. Wenn überhaupt ihr sogar. Ich übersehe ja nie was. Okay. Dann. Also hier ist schon mal nix. Nö. Da drüben komme ich auch nicht hin. Muss halt irgendwas drauf. So. Das Ding macht halt auch nichts so. Ja, okay. Ich laufe nochmal ein Stück zurück. Und ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, was uns weiterhilft. Links ist gar nichts. Nee, so weit ist Backtracking. Nee, sowas wird, glaube ich, nicht erwartet, oder? Ich kann mal gucken. Was wir hier alles haben. Hier haben wir grüne Orbs. Ich glaube, hier ist auch zu, also weiter komme ich nicht. Ne, okay. So, das heißt hier schon mal nicht lang. Ich könnte den anderen Weg da vorne noch lang gehen, aber wie gesagt, das bringt mir ja nichts. Ich brauche ja irgendwas, was ich da draufstellen oder legen kann. Und ich muss versuchen, hier irgendwie hinzukommen. Vermute ich mal, weil es wurde zumindest so gezeigt. So, ich habe hier einmal diese komischen... Oh, warte, ich komme da so hoch. Ah, never mind. Ups. Die Frage ist nur, bringt das mir was? Ja doch, ich komme hier rüber. Oh. Okay. So. Ah, Ketten. Ketten zum Zerschmettern. Was tun diese hier? Okay. Okay, schade. Ich dachte, das sieht so aus, als würde man es zerstören müssen. Ah, kommt so schon vorbei. Ist ja auch interessant. Ja, komm. So. Okay. Rote Orbkiste braucht man ja nicht unbedingt. Und da wird irgendwas drin sein. Genau, einen fantastischen... eine fantastische Säule, die man... Warum steht da so, steht sowas dahinter? Verstehe ich nicht. Naja, irgendwie muss man
die Rätsel ja auch nur. Hallo? Muss ich da aufmachen? Nein. Kann ich das wieder ziehen? Ja, scheinbar. Oh, hi! Wo kommt ihr denn her? Ach Mensch, Selbstmordbomber. Auch schön. Was willst du denn jetzt? Schießen wir mal ab. Sadistisch. Ah, Mensch. Da liegt mir jemand auf dem... Ah, warte. Ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss. Ja, das Ding fährt ja hoch. Ja, ihr wisst ja Bescheid. Damit das aber nicht ganz hoch fährt, stellen wir es so halb hier drauf. Damit wir noch durchkommen. Und ziehen es dann rein, damit wir da hochkommen. Okay, entweder war der zu weit oder es ist ein falscher Plan. Versuchen wir es nochmal. Ja, genau. Habe ihn ein bisschen zu weit rüber gestellt. Und jetzt geht es einen höher. Ah, okay. Warte, hä? Ah, na toll. Ah, okay. Warte. Hier noch irgendwas anderes? Ah, ne, okay. Ich dachte, das fällt gerade runter. Ha. So. Jetzt kann ich damit, glaube ich, irgendwas machen. Hier geht's weiter. Ich bin zu weit gekommen, um zu scheitern. Okay. Den erst. Wer auch immer der Junge ist. Du? Mein Herr? Ah. Ich schickte dich zurück nach Sparta. Ist Sparta ohne Verteidigung? Sparta ist nicht mehr. Wer hat das getan? Zeus. Er kam unter dem Mantel der Dunkelheit nach Sparta. Nach dir. Sie flehten ihren Gott um Rettung an. Doch du kamst nicht. Ich hatte keine Wahl. Ich musste die Mäuren aufsuchen,
um das Schicksal von Sparta zu ändern. Denn nur ich bin noch übrig. Jetzt bist nur noch du übrig. Ich vertraue darauf, dass der wahre Gott des Krieges unsere Brüder in Sparta schützen wird. Zeus! So trittst du mir entgegen, Feigling! Ich war einmal ein Knecht der Götter! Komm herab und tritt mir entgegen, Zeus! Den Hauptmann Spartas. Ich habe genug von den Lippen der Götter. Es tut mir so leid, mein Herz. Kannst du mir je vergeben? Nicht alles ist verloren, Kratos. Du musst weitermachen. Es steht viel auf dem Spiel. Ich bin nicht stark genug. Du wirst siegreich sein, Kratos. Doch du musst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es steht ein Krieg bevor und du musst uns in diese Schlacht führen. Und wofür? Um Zeus zu töten. Wenn du aufgibst, wird Zeus dich weiter quälen. Er wird nicht ruhen, solange du lebst. Und wenn du stirbst, wird sein Bruder Hades deine Seele bis in alle Ewigkeit quälen. Du findest keinen Frieden, wenn du ihn nicht tötest. Nimm das Feuer, das dein geliebtes Sparta verzehrt hat, in dich auf. Es wird deinen Zorn nähren und dich auf dem Pfad deines Schicksals vorantreiben. Es ist Zeit für dich zu handeln, Kratos. Diese Schlacht ist erst der Beginn eines kommenden großen Krieges. Zorn der Titanen, Verbesserung. Das ist viel zu leise dafür. Thank you.